Laut Amphibia im Disney Channel. Ah, wie hat mir doch die Sumpfluft gefehlt. Das Aroma des Grases, ein Hauch von Dung und nur eine Prise Luftfeuchtigkeit. Spürst du die Luftfeuchtigkeit ein? Ein bisschen. Ich sehe es, ich sehe es! Ich kann Wattwood sehen! Wow! Wattwood, herrliches Wattwood. Ich singe dir von unserem Abenteuer vor. Ein Molch sprach zur Kröte. Hey, dieses nervige Stimmchen kenne ich doch. Die Plänter sind zurück. Kommt alle her, die Plänter sind da. Hallöchen, Leute. Hoppilein. Sylvia. Lass dich drücken, Stadtbursche. Wie sieht's aus? Hast du einen Weg zurück in deine Welt gefunden, Anne? Noch nicht ganz, aber wir zimmern uns da schon was zurecht. Der Witz mit dem Zimmern war für mich. Na, wenn das mal nicht die Planters sind. Wo wart ihr denn? Hab euch lang nicht gesehen. Auf jeden Fall habe ich euch nicht auf eurer Reise gesehen. Bist du dir ganz sicher, Wally-M? Ich muss weg. Hey, Felicia, wo ist denn Ivy? Sie meinte, sie hätte was Wichtigeres zu tun. Was Wichtigeres? Es ging um einen Gewinn. Hinterhalt! Hi. Na du? Das ist ja so süß. Au, au, au. Jetzt kriegt euch ein. Beruhigt euch alle wieder. Der Markt muss schön weitergehen. Ihr könnt die Planters nach den Geschäftszeiten gerne besuchen. Wie wär's, wenn wir uns heute Abend alle bei mir im Restaurant treffen? Ein gemeinsames Dorfessen mit den Planters. Gute Idee. Ich freue mich so sehr auf authentische Sumpfküche. Und ich freue mich schon so auf die Korallenhandprothese aus Newtopia. Danke, dass ihr mir die mitgebracht habt. Wenn wir uns heute Abend sowieso alle treffen, könnt ihr doch die Geschenke von unserer Wunschliste mitbringen. Oh, super! Ja, gut. Geschenke? Wunschliste? Sehr gute Idee, Mrs. Croker. Oh, können wir endlich heim, Hopp-Papa? Polly, viel müde. Natürlich, mein kleines Babylein. Also los, gehen wir. Komm, Kinder. Bis später. Machst du das? Nein, mach du ruhig. Was hat das zu bedeuten? Aha! Gefunden! Vielleicht erinnert ihr euch noch, als Hopp-Hopp und ich die Futsche abgeholt haben. Tja, auf dem Rückweg hatte Mrs. Croker uns gebeten, ihr einen neuen Liebesroman aus der Stadt mitzubringen. Ehe wir uns versahen, wollten alle irgendwas. Darum haben wir eine Wunschliste geschrieben. Wir haben die Liste an einem speziellen Ort versteckt, damit wir sie nicht vergessen. Um sie dann zu vergessen. Was? Das tut mir wirklich leid. Bitte werdet nicht sauer. Oh, nein, 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 nein. Ist schon gut, Polly. Du bist doch noch ein Baby. Aber du! Ich kann nicht fassen, dass du so etwas Wichtiges vergessen hast, Hopp-Hopp. Also, ich bin davon überzeugt, dass wir einen Weg finden, das Ganze zu vertuschen. Nope. Lügen machen das alles nur noch schlimmer. Ich dachte eigentlich, das wäre klar. Eines steht fest. Wir werden lügen. Gut. Warte, was? Ivy wollte eine rote Sonnenmuschel aus Newtopia, die zu meiner Blaumundmuschel passt. Sie darf das nie erfahren, Anne. Sie könnte sauer werden. Oder sie glaubt, ich mag sie nicht. Alles ist zu Ende, bevor es angefangen hat. Ja, na gut. Ich mache es für Sprivy. Großer Freundschaftsdienst.